Liebe Lego-Freunde, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute habe ich euch wieder etwas über ein kommendes 2022 Set zu berichten. Genauer gesagt geht es um das Lego Sonic Ideas Set. In diesem Jahr 2021 werden wir ja noch zwei LEGO Ideas Sets bekommen, nämlich die Fender Stratocaster für 100 Euro und dann etwas später, ich glaube im November, das Home Alone bzw. auf Deutsch Kevin allein zu Haus Haus für 250 Euro wohl. Und am 1. Januar 2022 soll es dann direkt weitergehen, nämlich mit LEGO Sonic. Der Entwurf dazu, Lego Sonic Mania Green Hill Zone, stammt von der Britin Toaster Girl und erreichte im März 2020 die nötigen 10.000 Stimmen, um dann ins Review einzuziehen. Die Lego-Designer haben sich allerdings ziemlich viel Zeit gelassen, bis in den Februar 2021, also fast ein Jahr dauerte es, ehe sie sich dann entschieden haben, ja, wir setzen dieses Set um, und nochmal ein Jahr länger, jetzt im Januar 2022, wird das Set dann erscheinen. Das fertiggestellte Lego Sonic Set trägt dabei die Setnummer 21331. Die 329 ist ja die Fender und die 330 ist das Home Alone Set. Sonic also 331. Es wird 69,99 Euro kosten. Also hier mal wieder ein kleineres Lego Ideas Set, was ich ja immer sehr begrüße. Teileanzahl kann ich euch allerdings noch nichts dazu sagen. Was ich allerdings schon sagen kann, ist, dass das fertiggestellte Lego Sonic Set höchstwahrscheinlich etwas anders aussehen wird als der eingereichte Entwurf von Toaster Girl. Der ist ja aus verschiedenen Modulen zusammengesetzt, die auch in verschiedenen Winkeln zusammengesteckt werden können. Das fertige Set soll aber wohl eher linear ausfallen und somit eher einem richtigen 2D-Level gleichen. Trotzdem werden hier wohl im fertigen Set auch alle wichtigen Elemente aus dem Entwurf umgesetzt werden. So wird es wohl zwei Palmen geben, die ebenfalls mit Nexonite-Schilden gebaut sind. Außerdem gibt es eine Brücke, auf der dann drei Trans-Clear-Stangen befestigt sind, so mit goldenen Ringen auch, sodass es so ein bisschen aussieht, als würden diese Sonic-Ringe eben dort rumschweben. Außerdem gibt es dann noch diesen bekannten Looping, der ja auch mit Sonic verbunden ist, gefolgt von einer Sprungfeder und einer Metallstachelfalle. Und natürlich werden in dem Set auch einige aus den Videospielen bekannten Charaktere umgesetzt, und wie sollte es anderes sein? Natürlich, Sonic ist als Minifigur hier enthalten. Den gab es ja bereits 2016 in einem Level Pack zu Lego Dimensions, auch irgendwie so ein bisschen random erschienen. Da gab es ja auch das A-Team und Knight Rider und alles solche Sachen. 2016 hatten wir also schon mal eine Sonic-Figur. Ich gehe mal davon aus, dass die Designer die schon ein bisschen noch überarbeiten werden und an die aktuellen Standards entsprechend anpassen werden. Des Weiteren soll dann im Set noch Dr. Eggman in seinem Eggmobil, das ist irgendwie so ein kleines fliegendes Ding, wo er dann drin sitzt, drin sein, und Crab Meat, das ist so eine Art Krabbe, wobei diese beiden Charaktere aber im Gegensatz zu Sonic keine Minifiguren sein werden, sondern Brickbuild sein werden. Die sind ja auch entsprechend ein bisschen größer, um da eben die Größenverhältnisse zu Sonic zu wahren. Tja, so viel also erstmal zum neuen Lego Ideas Sonic Set. Ich weiß, ohne Bilder ist es immer ein bisschen langweilig, aber Bilder können wir euch natürlich ein halbes Jahr vor Veröffentlichung noch nicht zeigen. Offizielle Bilder gibt es immer erst so ein paar Wochen vorher. Bitte da Nachsehen haben deswegen. Aber ich denke, wenn ich euch die Details erzähle, ist das ja immerhin auch schon mal was. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Es wird jetzt die Tage immer weiter neue Details zu weiteren 2022 Sets geben. Ich glaube, demnächst haben wir auch noch mal Harry Potter und ein bisschen Star Wars im Angebot. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und tschüss.